Hallo und herzlich willkommen zu einem meinem ersten Tutorial hier auf meinem Kanal. Ich heiße ja Joschke zockt, ja. Aber können mich auch Yoshi oder so nennen. Kein Problem. So, diesem Video zeige ich euch, wie man also das Kaufsystem von Bedwars wie auf dem PC. Also ihr braucht einen beliebigen Block. Ich nehme jetzt einfach mal Sandstein. Ist egal, was ihr nehmt. Dann einmal 3 in die Erde. Also 3 runter. So. Und ihr werdet dann noch merken, wie tief es sein muss. Nicht wie tief, wie lang. Das werde ich euch dann aber noch verraten. So, dann braucht ihr einmal eine Truhe und einen Trichter. Die Truhe stellt ihr dann hier so hin und ihr sneakt und stellt dann die Trichter drauf. Außerdem, das kann man, wenn man das auswendig kann, in 5 Minuten. So ungefähr. Dann braucht ihr Redstone, Redstone Block, Redstone Fackel, Redstone Repeater und Redstone Vergleiche. So, dann stellt ihr hier einfach mal einen Block hin. 2 Blöcke, 3 Blöcke. So, also ihr habt ja hier die Vergleiche, die Redstone Vergleiche, und ihr macht so viele hin, wie eures Ei. Wie das Item kosten soll. Zum Beispiel 2 Gold und dann hier am Ende ein Repeater. Also das würde jetzt 2 Gold kosten. Oder 2 Eisen oder 2 Bronze. Auf jeden Fall irgendwas mit 2. Ja, also das ist wichtig. Dann hier ein Block mit Redstone. Und hier kommt dann ein Redstone-Block hin mit einem Redstone oben drauf. Das muss so sein. Okay, dann macht ihr hier einen Block hin, hier einen Block, hier einen Block und hier dann einen Block noch. So, dann macht ihr hier einen Redstone-Fackel hin, hier und hier. So, dann macht ihr ja alles voll mit Repeatern. Und die Fackel muss außerdem aus sein. So. Dann macht ihr das mal alles zu. Außer das hier, wartet. Das muss dann so sein. So sieht das dann aus. Von vorne sieht das dann so aus. Und ihr macht jetzt hier ein Redstone-Vergleicher hin. Hier ein Repeater. Den Vergleicher nicht anmachen. Das ist sehr wichtig. Und dann hier einmal links herum. So. Da ist es auch größtenteils schon fertig, oder eigentlich ist alles schon fertig, außer ein paar Kleinigkeiten fehlen noch. Jetzt kommt das Wichtigste. Ihr braucht einmal 64 Gold oder halt das Material, was das halt kostet, oder es kostet halt Bronze oder Eisen oder was weiß ich. So, dann tut ihr das. Meins würde jetzt hier die Anzahl von denen 2 Gold kosten. Also lege ich 2 Gold hier hin und habe jetzt nur noch 62. Ich tue die rein und wenn das hier alles runtergeht. Oh, wartet, ich habe, glaube ich, was vergessen. Ja. Hier muss ein Redstone hin. Sehr wichtig.
Und ja, dann tut er das einfach hier rein. Und tu dann hier oben 2 Gold rein. So. Also den Rest. Jetzt sind hier 2 Gold drin. Warte. Ich zeig's nochmal. Ja, das füllt sich. Und wenn das dann auch wieder auf 62 Gold zurückgeht, also wenn jetzt dann 2 Gold in der Truhe liegen, habt ihr es oder ist es richtig? Wenn es nicht ist, müsst ihr das immer so umstellen, okay? Sonst funktioniert das nicht. Und wir können sie ja jetzt nochmal ausprobieren. Ja, also es funktioniert. Und wir haben eigentlich fast alles schon fertig. Außer jetzt noch den Dispenser. Dann, je nachdem, was ihr rein haben wollt, ich nehme jetzt einfach mal ein Eisenschwert. Und nehmt noch ein paar mehr. Dann nehmt ihr noch einen Trichter. Falls man denkt, oh, 19 zu wenig. Da könnt ihr hier auch noch mal ein paar reinmachen. So, die verschwinden ja dann nach hier unten. Und jetzt noch eine Leiter drauf, dass man nicht so leicht hier dran kommt. Und dann noch Sandstein, dass es hier oben verdeckt wird. So. Und dann ein Gegenstandsraum und ein Schild. Auf dem Schild steht dann drauf, wie viel es kostet. Also jetzt 2 Gold. Oh, 2 Gold. Also schreibt da 2 Gold drauf oder 3 Bronze oder so. Dann hier kommt rein, was ihr verkauft für 2 Gold. Zum Beispiel jetzt. Und da muss ich halt ein Eisenschwert hier reinlegen. So, und jetzt probieren wir es mal aus. Ihr nehmt halt so viel. Ich nehme jetzt 2 Gold und werf die rein. Hier in den Trichter. Ich kann die aber auch reinlegen. So, ich lege jetzt ein rein. Oder wartet, ich schmeiß jetzt ein rein. Oh. Ein rein, passiert nichts. Wenn ich 2 reinwerfe, kriege ich ein Eisenschwert. Also, es funktioniert. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Außerdem auf meinen Kanal kommt immer Bedwars, also an sich PvP, so VR Games oder irgendwas. Also werdet euch lasst euch überraschen. Vielleicht auch mal FIFA, mal gucken. Auf jeden Fall Tutorials kommen hier auch. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Tutorial. Ciao.